10 nach 12, herzlich willkommen zur Drehscheibe. Tag 1 nach dem bitteren WM-Aus. Die deutsche Mannschaft scheidet in der WM schon in der Gruppenphase aus. Zum ersten Mal in der WM-Geschichte. Und das als amtierender Weltmeister. Finden Sie, dass das Konsequenzen haben sollte? Wie haben Sie das Spiel erlebt? Stimmen aus Hannover. Ja. Allerdings. Soweit also die Meinungen aus Hannover. Und auch nicht besser wurde das Ganze im Saarland aufgenommen. Unsere Reporterin Susanne Freitag trifft dort beim Public Viewing am Ende auf Fassungslosigkeit und Enttäuschung, klar. Aber am Anfang, da waren natürlich noch alle voller Hoffnung. Ja, und des einen Leid ist ja bekanntlich des anderen Freud. Und so haben wir uns gestern aufgemacht nach Frankfurt, wo es eine der größten koreanischen Communities in ganz Europa gibt. Im Restaurant Sonamu, da drehte sich gestern mal nicht alles ums Essen wie sonst, sondern, klar, vor allem um das Runde, das ins Eckige muss. Und natürlich um den überraschenden Sieg der Südkoreaner. Und jetzt zu anderen Themen des Tages. Warum es zu dieser heftigen Explosion in Bremen kommt, das ist noch nicht klar. Trümmerteile, die bis zu 50 Meter weit fliegen, ein bis auf die Grundmauern zerstörtes Haus und 3 tote Menschen. Wir haben Ihnen diese Woche ja schon einige Unfälle gezeigt, bei denen es unmittelbar vor Autobahnbaustellen gekracht hat. Wenn da, wo die Fahrer abbremsen, um die Geschwindigkeit anzupassen, nur einer nicht aufpasst, dann ist es schon passiert. So auch jetzt auf der A2. Ein Kleintransporter knallt da am Stauende in einen Sattelschlepper. 2 Menschen sterben. Sommerzeit ist ja auch immer Reisezeit. Und gerade da sind natürlich auch wieder unzählige Reisebusse unterwegs. Und weil auch die leider immer wieder an schweren Unfällen beteiligt sind, hat die Polizei derzeit einen ganz genauen Blick auf sie. Obwohl Busse in Deutschland jedes Jahr zur Hauptuntersuchung zum TÜV müssen, sind diese Polizeikontrollen offenbar leider nötig. 25 Jahre ist es her, dass der 9-jährige Bernd Beckmann spurlos verschwand. Wenige Tage nach seinem Verschwinden finden Kinder seine Leiche am Saaleufer. Seitdem tappte die Polizei im Dunkeln. Jetzt, nach einem Vierteljahrhundert, könnte der Fall doch noch gelöst werden, dank neuer kriminaltechnischer Methoden. So, haben Sie Ihr Auto schon auf Vordermann gebracht, damit es schön glänzt auf dem Weg in den Urlaub? Aber zur richtigen und hygienischen Autopflege gehört es nicht nur, den Lack zu polieren und den Innenraum auszusaugen, sondern, was die wenigsten wissen, das geht noch weiter. Wann zum Beispiel haben Sie zuletzt die Filter Ihrer Klimaanlage gereinigt? Nun zu einer ganz besonderen Rettungsaktion in der Natur, weil jedes Jahr zigtausende Jungtiere, Feldhasen, aber vor allem auch Rehkitze, Mähmaschinen zum Opfer fallen, haben sich Dieter Prahl und seine Freunde am Bodensee was Besonderes ausgedacht. Mit Drohnen überfliegen sie die Wiesen, die gemäht werden sollen, und stellen dabei per Wärmebildkamera fest, wo Hilfe vonnöten ist. Ja, tolle Sache, Hut ab. So ein Glücksschweinchen mit einem solchen Ringelschwanz ist heutzutage eher die Seltenheit. Denn das Kupieren, also Abschneiden des Schwänzchens, ist seit Jahrzehnten gang und gäbe in der Massentierhaltung, damit sich die Tiere nicht gegenseitig anknabbern und verletzen. Aber jetzt fordern Tierschützer immer vehementer, das Schwänzchen dran zu lassen. Und mit entsprechender Haltung, wie bei Landwirt Ralf Remmert, ist das auch möglich. Ein ZDF-Reporter, der losgeschickt wird zu bestimmten Startkoordinaten und dort eine interessante Begegnung finden soll. Das ist die Expedition Deutschland. Jeden Tag ein neuer Zufallsort, eine neue Zufallsbekanntschaft. Ich will Ihnen jetzt nicht zu viel verraten, vielleicht nur so viel. Heute geht es in den Wald zu einem Mann, der 15 Geschwister hat. Ja, der hat bestimmt einiges zu erzählen. Unser Zuschauer David Postal hat heute für die Startkoordinaten im Saarland gesorgt. Und die liegen bei Völklingen. Jetzt nach Hamburg, da kann man die ganze Welt treffen. Neuseeland zum Beispiel ist die ursprüngliche Heimat von Ryan, der vor Jahren in Hamburg sein neues Zuhause gefunden hat und inzwischen dort mit seiner dänischen Freundin lebt. Und aus Berlin jetzt das Mittagsmagazin. Morgen begrüßt Sie hier in der Drehscheibe wieder Tim Niedernolte. Tschüss, schönen Tag.